Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von WW2K18, meine Karriere. So, wir sollen wieder zu Todd Molin in die Production Zone, aber ich wollte ja noch. Wer ist denn der Universal Champion? Ah, jetzt können wir das mal sehen. Universal Champion ist Joe. IC Champion Ambrose. Tag Team Champion Gallows Anderson, okay. SmackDown Tag Team Champion Usos. United States Champion Jericho. Und WWE Champion ist Randy Orton. Ich wollte auch zeigen, was Arbeits die Nummer 1 ist. Hiermit kannst du nach Belieben in Matches anderer Superstars eingreifen, wenn du gerade keine Geschichte abläuft. Ja, gut. Popularität haben wir bald. Aber gut. Ich würde mal sagen, wir gehen nur in den Produktionsbereich. Oh, Paul Heyman. The Advocate of Brock Lesnar. Cesaro sehen wir hier. Und da ist Todd Molin. Oh, Heyman. Hast du was für mich? Ja, habe ich sogar. Triple H war beeindruckt von deiner Vorstellung letzte Woche und wir können dich definitiv nochmal gebrauchen. Ich will nicht unhöflich sein, aber damit ist klar, das diesmal verliere ich nicht. Oh, also, lustig, dass du das erwähnst. Grob gesagt, musst du nochmal das tun, was du letzte Woche getan hast, nur diesmal gegen Big Show. Ist das dein Ernst? Mein voller Ernst. Wir haben ihn endlich wieder um seine Rückkehr sollen mit seinem Paukenschlag. Würden den Fans nicht gefallen, wenn ihr Superstar wiederkommt und dann gleich verliert. Gut, einmal noch. Das war's verstanden. Ich sage Triple H auch sehr gern persönlich, wenn es darauf ankommt. Lass gut sein, Großer. Ich sag ihm, wie du darüber denkst. Ich spiele gern den Boden. Ist ja schließlich mein Job, nicht wahr? Außerdem weiß er wahrscheinlich eh schon, wie du darüber denkst. Ist mir auch egal, ich will nur, dass es sich hier nicht wiederholt. Betrachte das hier als Gefallen. Vergiss nicht, dass das Publikum die Dinge anders sieht als wir. Die Leute wollen auch nur Spaß am Kampf haben. Und klar, sie haben ihre Lieblinge, für die sie den Arsch abjubeln. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Sache für uns ein Geschäft ist. Wir müssen die Räder am Laufen halten. Ich will kein kleines Rädchen sein, das sich immer auf der Stelle dreht. Wirst du auch nicht. Tun's den Gefallen, dann stehen wir hinter dir. Nach allem, was nötig war, dass du hier geschafft hast. Wissen, wie gut du bist. Du kannst es mir glauben. Oh, meine Fresse, ey. Schon wieder. Super. So ein Scheiß. Thanks for joining us. This is Raw. With the historic monuments hovering nearby, we're live from Washington, D.C. Don't you dare go anywhere, because we've got a legendary lineup ahead. Don't move. We have a great match coming up next. We have a real fan favorite against Big Show. This is going to be amazing. Yay, amazing. Dass ich wieder verliere. Ja, ich habe den Clown deutlich gemacht, dass ich nicht nochmal machen will. Ich bin mal gespannt, wie ich in der dritten Woche darauf reagiere. Weil irgendwann reicht es mir auch mal. Ne? Und ja, ich will auch mal Match worken, wo ich auch weiß, ich darf auch gewinnen. Weil. Eigentlich ein Schwachsinn, dass ich verliere eigentlich letztendlich. Ich bin der NXT Champion gewesen und verliere jetzt Matches, ne? Also ist eigentlich sinnbildlich fürs aktuelle Roster. When a superstar signs a contract to face the Big Show in singles competition, some would suggest they should make it legal for that person to bring a weapon to the ring with them. So. Or an army. The only thing that would make this match more enjoyable to watch would be if I was calling it without you two bozos interrupting me.
Corey Graves, klassisch. Tell me your thoughts on so. The Big Show. Tell us, what do you think we can anticipate seeing from him in this one? When you have two competitors this talented and focused, it's anybody's guess how it's going to shake out. Ja gut, Big Show ist nicht mehr talented, ne? Er ist ja schon ein Altstar. Der ist noch ein bisschen drauf halt. Wir haben es natürlich voll drauf. Ja, wir schauen, wir dominieren auch dieses Match ein bisschen. Aber Big Show kommt schon wieder. Zack. Schöner Russian Leg Sweep. Und wunderbar. So. Nochmal noch einen weiteren Beatdown. Strikes like that can end this one in a hurry. He is a one-man gang in there. Ja, merkt man schon, ne, wie Big Show hier drauf ist. Aber er kontert. Trying to turn this thing around. Ill-advised move. Ja, komm. Zack. Weapon. We're witnessing a level of punishment that can only be described as severe. Oh, yeah. Corey, a few moments ago you talked about the Big Show's knockout punch, the most devastating strike I've ever seen. Whether we're talking Toll. About the punch hat mir auch nichts gebracht. WWE ring or the octagon. When I think of Big Show's knockout punch, the first word that comes to mind is boom. That finisher gives a small taste of what the Big Show is really capable of. Ah, toll. Looking for the quick pin. He's a long way from a three count. Nee. So leicht lasse ich dich nicht. Lass mich nicht besiegen. Wenn schon nach einem Finisher. Wenn du schon mich besiegen willst, dann nach einem Finisher. So. Ja, komm ran. Fireman's carry. This doesn't look good, Corey. Couldn't agree more, Cole. This has got trouble written all over it. The Big Show is putting on a big show right now. Ja, Big Show. Spear. Oh, he connects. There's no reason to lose your footing on a move like that. Come on, toughen up. He's taking a long time to get up, guys. Perhaps ja, ja. A little possum here, Cole. Aber, ja genau. Die ganze Zeit kann ich ihn nicht heben. Auf einmal kann ich einen Back Body Drop verpassen, ne? And it's Big Show getting out of that one. Oh Mann. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Das war natürlich ein schöner Punch. Look at Big Show here. Ja. Referee zählt. Mal sehen, ob wir ausgezählt werden. Aber ich glaube, es gibt keine Countout. Big Show dezimiert mich nur weiter. He may be in the best physical condition I've ever seen him in. On, he's one step ahead on that one. Six. Ja, komm. Russian Leg Sweep. Wunderbar. Looking for the finish. Und nochmal ein Angle Slam. Right there. But I don't know how much gas he has left, guys. That should do it, Cole. There's no coming back from a slam of that magnitude. So. Soll ich ein Dummkopf sein? Soll ich eine richtig dumme Aktion bringen? Wo ich weiß, dass mir das auf jeden Fall die Niederlage kosten wird. Ja, wir sollen ja eh verlieren, von daher machen wir es mal. Komm. Und zwar wird genau das hier passieren. Ja. Ich sollte ja verlieren, von daher. Dumme so als was. Dummheit von mir. Ja. Genau. Big Show hat gewonnen. So. Here is your winner, the Big Show. Ja, Big Show hat gewonnen. Super.
Aber wir haben immer ein 3-Sterne-Match geworkt. Das ist immerhin etwas. Ist auch ein bisschen was wert. Eigentlich gar nichts. Aber gut. Was sagt schon, ne? Er sagt es schon. So, mal sehen, was unser Produzent zu sagen hat. Ob es ihm gefallen hat oder ob er sagen wird, nee, das war nicht so gut. Du hättest noch schneller verlieren müssen. Aber meine Vorsteller ist auch zufrieden, ne? Also. Könnte auch hier sein. Ich will Baron Blade als Produzent wieder haben. Reife Leistung. Mann, du schlägst dich wacker da draus. Machst du weiter, dann trittst du hier bald regelmäßig auf. Schau nächste Woche nochmal vorbei. Dann reden wir weiter. Geil, wenn du mir tatsächlich mal einen Sieg versprechen kannst. Ansonsten weiß ich nicht so recht. Ich kann dir zumindest eine dauerhafte Anstellung versprechen. Bis nächste Woche, Großer. Super. Gut, der merkt auch meine Unzufriedenheit. So. Hat Big Show zu sagen. Mach genauso weiter. Du hast verstanden, dass Fans wichtig sind. Und du behandelst sie genau richtig. Vertrau mir, du wirst es noch weit bringen. Oh, faire Geste. Von unserem Gegner. Und Paul Heyman ist weiter. Oh, was hat Paul Heyman zu sagen? Komm. Der Charakter eines Superstars in der WWE super wichtig, deshalb denke ich mir auch immer wieder was Neues aus, um meinen Style zu verändern. Natürlich ist es auch ein netter Nebeneffekt, dass mich jeder Merch, dass ich den ich neu erschaffe, ein kleines bisschen reich macht. Geld macht glücklich. Jo, das hat mir jetzt sehr viel gebracht. Boah. Was steht denn jetzt draußen? Ist Maurice oder Alexa Bliss? Ne, ist Alexa Bliss. Reden wir mit ihr. Was hat sie zu sagen? Deine Moves im Ring sehen stark aus. Du machst den Eintrag, als könntest du für das anstehende Pay-Per-View bereit sein. Andere kannst du täuschen, aber mich nicht. Ich durchschaue dich. Ja, Blizzy. Denkst nur du, ne? Jo, ich beginne. Immer dieser Klo. Jo, alles klar, okay. Aber gut. Ja, da würde ich mal sagen, wir hören uns dann auch wieder in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, WWE 2K18, meine Karriere, wo wir dann in der dritten Woche gehen. Vielleicht holen wir uns mal einen Sieg. Vielleicht verlieren wir wieder. Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht versprechen. Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nichts. Werden wir spätestens erfahren, wenn wir mit unseren Produzenten sprechen. Und das in der nächsten Folge. Bis dahin, würde ich mal sagen, haut rein und ciao.